Ja, servus und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video von mir. Heute schrauben wir mal nicht direkt am Fahrzeug, aber ihr könnt es glaube ich schon ganz gut sehen. Wir behandeln heute ein Bauteil, das ganz, ganz wichtig ist an unserem Fahrzeug. Und zwar das einzige Teil, was dafür sorgt, dass unser Fahrzeug überhaupt fahren kann, beziehungsweise dass wir überhaupt ja, unsere Kräfte überhaupt auf die Straße übertragen können, und zwar der Reifen. Und im heutigen Video schauen wir uns an, wie wir so einen Reifen ordnungsgemäß von der Felge demontieren und wieder montieren können. Und zwar habe ich da jetzt auch einen Reifen gewählt, sage ich mal, mit einem relativ geringen Querschnitt. Ja, es ist jetzt kein extremer Querschnitt, aber doch schon einer, bei dem man ein bisschen aufpassen muss. Und das schauen wir uns heute einmal an. Und das Ganze wird jetzt aber eine mehrteilige Videoreihe werden. Wir fangen damit an, den Reifen zu demontieren und montieren. Dann, wie bekommt man überhaupt Luft in den neu montierten Reifen rein? Das hört sich jetzt im ersten Moment vielleicht ein bisschen, naja, ich sage mal unspektakulär an. Reifenfüllmessgerät dran und los geht's. So ist es aber leider überhaupt nicht. Denn wer schon mal ein paar Reifen montiert hat, der weiß, je nach Felgen- oder Reifenkombination oder auch Reifenquerschnitt kann das sehr, sehr problematisch werden. Wir schauen uns am Ende dieses Videos auch mal einen so einen Reifen an, wie der aussehen kann. Ein Reifen, in dem man eigentlich so leicht keine Luft reinbekommt. Und natürlich schauen wir uns auch das Thema Reifenwuchten an. Und zwar angefangen von dem Standardwuchten, sage ich jetzt einfach mal, bis hin zum, ich sag mal, Hinterspeichenplatzierung der Wuchtgewichte und auch das Reifenmatchen. Aber eins nach dem anderen. Wie gesagt, es wird jetzt eine mehrteilige Videoreihe werden. Heute fangen wir jetzt mal ganz einfach an mit dem Reifen demontieren und montieren. Gleichzeitig erkläre ich auch noch ein bisschen was. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet und ich würde sagen, reden wir nicht lang drum rum, los geht's. Bevor wir jetzt mit dem Montieren anfangen, habe ich was vorbereitet, damit ich euch überhaupt mal erklären kann, ja, wie muss denn das Ganze ausschauen, was muss denn überhaupt mit dem Reifen passieren, damit der von der Felge überhaupt runtergeht. Und da würde ich sagen, schauen wir uns das erste Mal die Felge an. Hier sehen wir unsere Felge und zwar könnt ihr schon erkennen, das ist nicht einfach irgendwie so eine gerade Linie, sondern wir haben da ein paar so schöne Dinge, wie hier zum Beispiel das Felgenhorn, das haben wir hier an dieser Stelle. Das sorgt dafür, dass unser Reifen natürlich von außen bzw. nach innen nicht abhauen kann. Hier haben wir die Felgenschulter. Dort ist es wichtig, dass wir hier in diesem Bereich, ja, sage ich mal, nach dem fertig montierten Reifen, muss hier natürlich die Reifenwulst aufliegen. Und hier haben wir den sogenannten Hump. Also einen kleinen Hügel, den haben wir einmal außen, den haben wir einmal auf der Innenseite der Felge. Und das sorgt dafür, dass es beim Kurvenfahren den Reifen nicht nach innen wegzieht. Das könnte aber theoretisch passieren, wenn wir mit zu wenig Luft fahren. Denn sobald wir Luft im Reifen haben, drückt es uns den eh nach außen. Am Felgenhorn liegt sozusagen der Reifen und die Reifenwulst an. Und auf der Innenseite, wie gesagt, haben wir den sogenannten Hump, der dafür sorgt, dass es uns den Reifen nicht gleich bei der Kurvenfahrt runterzieht. Zum Demontieren des Reifens müssen wir allerdings den Reifenwulst ins Tiefbett reinbekommen. Und zwar habe ich hier mal so ein kleines Stück Reifen vorbereitet. Mal kurz zur Erklärung. Das hier ist der Reifenwulst. Das ist unser, sage ich mal, das wichtigste Bauteil am Reifen oder der wichtigste Teil, den wir immer im Auge behalten müssen bei der Reifendemontage und Montage. Ich sage mal, die Seitenwand und die Lauffläche, die seht ihr ja schon, die sind relativ flexibel. Und das werden wir auch beim Montieren sehen, dass das auch flexibel sein muss. Was aber definitiv nicht so flexibel ist, ist unser Reifenwulst. Denn der ist ziemlich starr. Das ist nämlich nicht nur einfach ein Gummiteil, genauso wenig wie der gesamte Reifen, sondern so ein Reifen ist natürlich auch verstärkt mit irgendwelche Metall-Stahlfasern, Aramidfasern oder was auch immer. Und unser Reifenwulst, der lässt sich natürlich auch nicht x-beliebig dehnen und verbiegen. Da müssen wir ein bisschen drauf achten, wie wir damit umgehen. Schauen wir uns aber alles bei der Montage an. Wichtig ist, so ist die Ausgangssituation unseres Reifens. Und unser Ziel ist es, sage ich mal, den Reifenwulst aus der Felge zu heben. Und das funktioniert natürlich so nicht. Dementsprechend müssen wir die Außenseite und auch die Innenseite des Reifens, also den Wulst, in das Tiefbett drücken, um ihn dann, sage ich mal, so schräg rauszufädeln.
Ganz vereinfacht gesagt. Und genau das werden wir jetzt machen. So, damit wir natürlich den Reifen abdrücken können, müssen wir erstmal die Luft auslassen. Das heißt, den Ventileinsatz schrauben wir mal raus und dann geht es ab zur Montiermaschine, ab an die Abdrückschaufel und dann drücken wir den mal ab. Beim Reifen abdrücken ist es wichtig, dass wir auf der Rückseite anfangen und schauen wir einfach mal, dass, ob sich der Reifen überhaupt löst. Auf der vorderen Seite, wichtig, fangen wir mal so gegenüber oder etwas weiter weg vom Ventil auf jeden Fall an, denn wir wissen ja auch nicht wirklich, also in diesem Fall weiß ich es zwar, aber wenn wir nicht wissen, ob hier ein Reifendrucksensor verbaut ist, ist es wichtig, dass wir hier nicht anfangen abzudrücken und dann eben, sage ich mal, den Wulst ins Tiefbett zu schieben, denn im Tiefbett liegt im Normalfall der Reifendrucksensor. Das heißt, den würden wir dann beschädigen. Diese Felgen haben keinen Reifendrucksensor, da wäre es jetzt nicht so schlimm, da würde jetzt nichts passieren. Aber wir eignen uns immer, sage ich mal, eine Vorgehensweise an, bei denen wir auch, ja, unabhängig davon, ob ein Sensor verbaut ist oder nicht, immer den Reifen sicher abdrücken können. So, ich fange jetzt einfach mal an. Da werde ich jetzt nicht viel dazu sagen. Es läuft jetzt eher ein bisschen im Zeitraffer, weil was soll ich jetzt da jetzt eine Minute lang sagen, wenn ich den Reifen abdrücke? Ich fange auf der Rückseite an. Achte darauf, dass ich hier die Felge nicht beschädige. Es gibt auch Abdrückschaufeln oder Kunststoffschutz für Abdrückschaufeln. Dann trägt diese allerdings wieder ein bisschen mehr auf. Das heißt, mit ein bisschen Spielerei schaffen wir das aber auch so, dass wir die Felge nicht beschädigen. Wir arbeiten uns jetzt hier ein bisschen vor. Eine Alufelge spannen wir immer von außen ein und nicht von innen. Bei Stahlfelgen wäre es jetzt zwar nicht so schlimm, wenn wir die von innen spannen, aber bei Alufelgen hätten wir mit Sicherheit, ja, nach dem ersten Mal spannen hier Kratzer auf der Innenseite. Darum spannen wir die definitiv von außen. Darum ist es wichtig, dass wir den Wulst auf der ganzen Felge runterdrücken. Und jetzt geht's ab auf die Maschine. So, wir legen den Reifen drauf. Fahren die Spannbacken ein bisschen zusammen, sage ich mal so, dass wir ein bisschen Luft haben. Hier ist er eh schon drinnen. Und wenn wir das, sage ich mal, und wenn der Reifenwulst noch zu stark auf die Felgenschulter rausdrückt, dann müssen wir die Felge ein bisschen runterdrücken. Da lege ich immer gerne ein bisschen eine Gummimatte dazwischen und fahre mit dem Hilfsarm ein bisschen runter. Wenn wir so einen Reifen haben wie hier, als Beispiel 255, 35, 20, vielleicht sogar noch in Runflat, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, vor dem Demontieren der Außenwand des Reifens, dass wir hier die Felge mit einer Montagepaste einschmieren. Dazu müssen wir aber jetzt hier die Außenseite des Reifens wieder ins Tiefbett reindrücken, weil ihr habt schon gesehen, ich habe es zwar abgedrückt, aber tatsächlich ist der Reifen wieder, sagen wir mal, rausgehüpft hier auf dieser Seite und jetzt sagen wir nur auf der halben Seite ist er tatsächlich noch abgedrückt. Darum empfehle ich immer auf jeden Fall, solche Reifen mit einer Montiermaschine zu montieren mit Hilfsarm. Jetzt gehen wir mit dieser Rolle einmal um den Reifen rum, drücken den Wulst wieder ins Tiefbett und schmieren das Ganze schon mal vorab mit einer Reifenmontagepaste ein. Achtung, immer aufpassen, wenn wir hier einen Sensor haben, dann lass bitte halt diese Stelle hier aus. Ich sage mal plus minus 10 bis 15 cm des Reifenventils, damit wir hier nicht den Wulst, wie gesagt, auf den Sensor drücken. Dann positionieren wir mal den Montagearm. Den stellen wir jetzt natürlich ein auf die Felge. In diesem Fall verwende ich jetzt einen Kunststoffmontagekopf. Damit
vermeiden wir Beschädigungen an der Felge, auch wenn der Montagekopf durch extreme Belastung, wenn wir da mit dem Montiereisen draufgehen, auch mal an der Felge schleifen würde, würde zuerst der Montagekopf verschleißen und nicht die Alufelge. Beim Demontieren müssen wir auch darauf aufpassen, wir gehen ja immer davon aus, dass wir hier einen Sensor haben, auch wenn wir keinen haben, dass wir ungefähr ab dieser Position anfangen und den Wulst hier gleich, ich sag mal so, ja, so ein paar Zentimeter, bevor wir das Montiereisen ansetzen, lösen wir schnell, ein paar Zentimeter vor dem Montiereisen, weil dann heben wir den Wulst gleich mal, sage ich mal, am Sensor vorbei. Würden wir zum Beispiel hier schon aufheben, würden wir gleichzeitig auch den Reifenwulst, sage ich mal, Richtung Tiefbett drücken. Zum Schutz der Felge verwenden wir noch eine Schutzabdeckung. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, dass wir das Montiereisen einführen, dann müssen wir natürlich mit der Rolle nochmal runterdrücken. Das kann nämlich auch passieren, oder hier mit einem Hilfsarm. So, jetzt sieht's gut aus. Und jetzt ist natürlich wichtig, dass wir auf der gegenüberliegenden Seite, beziehungsweise ich sage jetzt mal so 3 Uhr, 6 Uhr, 9 Uhr, das sind unsere wichtigen Punkte, da müssen wir unbedingt den Reifenwulst in das Tiefbett drücken. Und das schaffen wir unter anderem, indem wir hier unsere Hilfsarme dazu holen. So ungefähr. Und dann drücken wir hier mit der Hand noch ein bisschen nach, genau. Und nur dann können wir den Reifen hochholen. Das kann natürlich je nach Reifen mal ein bisschen anstrengend sein. Vielleicht müssen wir da nochmal umspannen. Hier nochmal genau gegenüber nochmal reindrücken. Kommen wir hier nochmal auf die Seite. So. Wichtig, dass alles gut eingeschmiert ist, sonst funktioniert es gar nicht. So, jetzt sind wir ziemlich weit. Und jetzt sieht man auch auf der anderen Seite den Wulst. Den Wulst haben wir jetzt plötzlich schon hier oben. Das heißt, von dem Reifendrucksensor sind wir jetzt schon weit entfernt und würden somit nichts beschädigen. Und jetzt drehen wir mal die Felge. Und schon haben wir Seite 1 demontiert. Und ab geht's zur unteren Seite. Da fahren wir auch wieder mit dem Montiereisen rein. So, und hier sieht man auch wieder ganz deutlich, dass wir hier am Ventil einfach vorbei sind. Das heißt, der Wulst, sag ich mal, berührt eigentlich den in diesem Fall nicht vorhandenen Sensor überhaupt nicht. Und wir können auf alle Fälle den Reifen ohne Beschädigung des Sensors, sollte einer vorhanden sein, demontieren. Eine Drittel der Umdrehung hat schon gereicht und schon ist der Reifen demontiert. Montagearm wieder weg. Und das war's mit dem Altreifen. Den Felgenschutz brauchen wir jetzt nicht mehr für die Montage des Neureifens. Was man jetzt noch machen kann, ist eben optional noch neues Ventil einziehen. Das mache ich jetzt einfach noch schnell. Um so ein Gummiventil zu demontieren, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich nutze ganz gerne den Seitenschneider. Zwicke hier einmal ein, wenn ich nicht ganz so hinkomme. Zwicke ich vielleicht hier nochmal ein bisschen rein. Nochmal so ein bisschen. Man kann es auch mit einem Messer schneiden. Dann nehmen wir den Ventileinzieher. Den nehmen wir in diesem Fall zum Rausziehen. Da das Ventil unten beschädigt ist, lässt sich dieses auch rausziehen. Das entsorgen wir natürlich. Wir kontrollieren natürlich nochmal, ob hier alles sauber ist. Gegebenenfalls putzen wir hier aus oder pusten das Ganze mit der Luft aus.
In diesem Fall scheint alles sehr gut zu sein. Ein bisschen Montage passt, der von der Demontage ist noch da. Ist aber nicht unser Problem. Und beim neuen Ventil, da geben wir ein bisschen Montagepaste drauf. Es muss nicht viel sein, nur dass es ein bisschen schöner durchrutscht. Stecken das von innen nach außen. Nehmen oben unser Montagewerkzeug, unser Durchziehwerkzeug. Schrauben hier ein paar Umdrehungen ins Ventil rein. Hier haben wir einen Gummischutz drauf, damit wir die Felge nicht beschädigen. Und da macht es einmal plopp. Hat man jetzt, glaube ich, nicht gehört. Und schon ist das neue Ventil eingezogen. Bei der Montage des Neureifens müssen wir natürlich darauf achten, dass wir wieder die gleiche Reifengröße haben oder zumindest eine Reifengröße, die zur Felge und dementsprechend auch zum Fahrzeug passend ist. In diesem Fall ist 1:1 der gleiche Reifen, so wie es eigentlich sein soll, 2,55, 35, 20. Und wir achten natürlich darauf, hat der Reifen eine Laufrichtung? Also dürfen wir jetzt, sage ich mal, wenn wir den Reifen montieren, dann die Felge nur auf die rechte Fahrzeugseite oder nur auf die linke Fahrzeugseite drauf schrauben? Oder haben wir eine Außen- und eine Innenseite, wie in diesem Fall? Oder haben wir vielleicht gar keine Laufrichtung? Das heißt, es ist egal, wie wir den Reifen rauf montieren. In diesem Fall haben wir hier eine Außenseite, steht hier drauf, mit Outside. Das heißt, das wird unsere Reifenaußenseite sein. Und zusätzlich schauen wir noch drauf, ob wir irgendeine Markierung auf den Reifen haben, zum Beispiel irgendein Punkt, zum Beispiel ein roter Punkt beispielsweise, dann müssten wir diese im Idealfall zum Ventil hin montieren. Haben wir hier aber nichts, also ist das egal. Wichtig ist in diesem Fall, dass wir die Außenseite des Reifens zur Außenseite der Felge montieren. Und bevor wir jetzt montieren, müssen wir natürlich den Reifenwulst noch mit Montagepaste bestreichen, damit dieser auch schön auf die Felge drauf gleitet. Und bei Problemreifen, oder ich sage mal so, grundsätzlich empfehle ich bei Reifen einen Querschnitt 40 oder geringer, also 40, 35, 30 etc., dass wir auch die Felge noch zusätzlich mit Reifenmontage bestreichen. Und genau das machen wir jetzt. So, Reifenmontagepaste gut einschmieren. Ich empfehle bei solchen Reifen auch immer eine Montagepaste für Runflat-Reifen, auch wenn es kein Runflat-Reifen ist. Dann die gleitet noch ein bisschen besser, ein bisschen mehr Schmierwirkung. So, dann geht's ab zur Felge. Das sollte eigentlich reichen. Dann legen wir den Reifen mal drauf. Bei der Demontage des Reifens war es ja wichtig, dass wir das Ventil, sage ich mal, vor der Mitte des Montagekopfs hatten. Bei der Montage des Reifens ist es genau anders. Hier müssen wir definitiv ca. 10 bis 15 cm nachdem wir mit dem Wulst eintauchen, ins Tiefbett eintauchen, liegen. Und das ist aber in diesem Fall oder in den meisten Fällen nicht 10 bis 15 cm nach dem Montagekopf. Denn würde zwar jetzt auf der ersten Seite auch funktionieren, aber das ist meistens so auf circa 5 Uhr gegenüber dem Montagekopf. Warum? Das zeige ich euch jetzt, weil ich kann nämlich schon ein Teil, circa ein Drittel der Felge, ein Drittel des Reifens schon so ohne Maschine in die Felge einlegen. Das sieht dann so aus. Schau von oben rein, das kann ich schon mit der Hand machen, ohne dass ich irgendein Hilfsmittel brauche. Und wenn wir hier auf die Felge reinschauen, sehen wir, dass der Wulst überhaupt nicht am Ventil anliegt. Und jetzt drehen wir die Felge und den Reifen einfach so drauf. Und schon ist er drüber gehüpft. Erste Seite ist montiert. So, auf der zweiten Seite seht ihr, da kann ich aber mit der Hand nicht runterdrücken. Dafür ist der Querschnitt einfach zu gering. Den kann ich jetzt mit der Hand nicht ins Tiefbett drücken. Oder es ist zumindest extrem schwierig. Das heißt, da brauchen wir auf jeden Fall unsere Hilfsmittel, unseren Hilfsarm. Und auch hier circa 4 bis 5 Uhr fahren wir hier mit unserem Hilfsarm runter. Auch hier die Rolle bei dem Montagekopf. Und ihr seht schon, den drückt es ein bisschen an die Felge an. Ist aber kein Problem, ist jetzt schon wieder erledigt. Das war genau der Punkt, was ich angesprochen habe mit dem Kunststoffmontagekopf, warum dieser so viele Vorteile bietet. Ich drücke jetzt noch ein bisschen runter, dass wir schön ins Tiefbett reinkommen. Und ziehen den Reifen jetzt einfach mal, sage ich mal, eine halbe Umdrehung drauf. Wir achten hier drauf, dass wir auch hier ins Tiefbett reinrutschen. Wenn wir das mit unserem Hilfsarm nicht schaffen, könnten wir noch so einen Wulstniederhalter benutzen.
dürften wir aber hier in diesem Fall nicht brauchen. Wenn uns das jetzt nicht hilft, können wir hier nochmal ein bisschen mit der Hand nachdrücken. Und jetzt ist es hier wichtig an dieser Stelle, dass wir hier auch unten reinrutschen. Sollte das nicht passieren wie jetzt, müssen wir nochmal nacharbeiten. Das heißt, wir fahren wieder, wir nehmen den Reifen nochmal runter und fangen nochmal an. Dann nehmen wir jetzt eben unseren Wulstniederhalter oder wie gesagt alternativ diese Rolle. Ich könnte das jetzt auch mit der Rolle machen, könnte ich übrigens auch anstatt des Montagekopfes benutzen, aber diese ist ja nicht im Standardlieferumfang dabei, diese hat auch nicht jede Montiermaschine, dementsprechend machen wir das jetzt mit einem Zusatzhilfsmittel, einfach mal für den Zweck des Filmens, für dieses Video und nutze ich jetzt diesen Wulstniederhalter. Der ist übrigens aus Vollkunststoff, das heißt, den können wir hier an die Felge einspreizen, ohne hier was zu beschädigen. Nehme den Montagekopf wieder runter. Spreizen hier unseren Niederhalter ein. So. Wollen wir mal eine kleine Umdrehung. So. Wir setzen hier unseren Hilfsarm an und drehen mal eine Runde. Den haben wir jetzt vielleicht ein bisschen. So. Jetzt achten wir hier darauf, dass wir den Wulst nicht zu stark spannen. Müsste gegebenenfalls noch mal ein bisschen locker lassen. Das sieht gut aus. Auch hier ist es wichtig, dass wir hier schön im Tiefbett drin liegen. Und das war's. Und schon ist der Reifen drauf gehüpft. Also bauen wir hier unseren Niederhalter wieder aus. Fahren den Montagearm zur Seite. Und nehmen die Felge wieder von der Montiermaschine ab. Dieser Reifen lässt sich jetzt vermutlich, so wie er aussieht, relativ leicht befüllen. Das machen wir jetzt noch der Vollständigkeit halber. Wir schauen uns aber jetzt gleich noch an, was wir alternativ für Reifen haben könnten. Denn das Thema Reifen befüllen ist auch noch so ein Thema. Das Thema Reifenmontage ist mit diesem Video somit abgeschlossen. In den nächsten Videos, wie schon erwähnt, geht es natürlich weiter mit Reifen befüllen. Und da habe ich ja jetzt gerade gesagt, da zeige ich euch jetzt noch schnell ein anderes Beispiel. Für die Leute, die sagen, naja, Befüllschlauch ran, wie in diesem Fall bei einer Montiermaschine mit Befüllstation oder ein separater Reifenfüller, ist das ja ganz einfach. Aber was macht ihr bei so einem Reifen? Seht ihr hier, wo sich das Ventil befindet? Seht ihr hier diesen Zwischenraum? Denkt ihr, hier können wir diesen Reifen problemlos befüllen? Ganz im Gegenteil, hier füllen wir Luft rein und die entweicht uns hier. Und den Reifen können wir gar nicht aufpumpen. Und genau solche Fälle schauen wir uns bei einem der nächsten Videos an. Genauso wie übrigens auch das Reifenwuchten. Und dementsprechend würde ich sagen, mich freut's, dass ihr dabei wart. Schaut mal in der Videobeschreibung vorbei. Dort verlinke ich euch wie immer nützliches Werkzeug und Autoersatzteile. Und lasst ein Däumchen nach oben da. Abonniert den Kanal, wenn ihr ihn nicht schon lange gemacht habt. Mich würde es freuen, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder dabei seid. Denn dann gibt's Teil 2 und dementsprechend auch Teil 3 zum Thema Reifenservice. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Servus.